Es ist ein Meilenstein. Ich darf Ihnen die erste Hybrid-Hochleistungsstopfmaschine der Welt präsentieren. Und mit dieser Premiere begrüße ich Sie sehr herzlich bei Blasser und Theurer Aktuell TV. Ich stehe bereits neben der Maschine, bei der wir Bewährtes und etwas völlig Neues vereint haben. Das von außen sichtbare Zeichen für das Neue ist der Pantograph auf dem Dach. Dahinter verbirgt sich das Hybrid-Antriebskonzept. Dieselmotor wie bisher, aber in Kombination mit einem Elektromotor. Beide Motoren sind mit dem Pumpenverteilgetriebe verbunden, das den Hydraulikdruck für alle Systeme erzeugt. In der Praxis bedeutet das, sobald Bahnstrom zur Verfügung steht, kann die Maschine auf Elektroantrieb umgeschaltet werden. Das spart in erster Linie Treibstoff und Zeit. Die Maschine muss seltener zum Nachtanken. Und es ist ein Meilenstein zu noch mehr Nachhaltigkeit bei der Gleisinstandhaltung.